dieses Gefühl, das muss man erleben. Das kann man gar nicht so extrem beschreiben. Das ist Urlaub. Eingebettet zwischen Neckar, Rhein und Main, südlich von Darmstadt, schmiegt sich die Hessische Bergstraße an den Rand des Odenwalds. Das Mittelgebirge schützt vor kalten Nord- und Ostwinden. Auch der Bereich Umstadt gehört zum Weinbaugebiet. Hoch oben thront die Starkenburg. Unten liegt die Stadt Heppenheim mit der eindrucksvollen Kirche St. Peter. Man kann an der Hessischen Bergstraße ja auch viele Burgen besuchen. Man kann, wie gesagt, die historischen Altstädte besuchen. Wir haben auch den Odenwald direkt hinten dran. Einfach mal abfahren, anhalten, Gläschen Wein genießen. Die Hessische Bergstraße ist eigentlich die größte Rebfläche für den roten Riesling in der Welt. Man riecht die Mineralität, es gibt der Säure noch mal so eine Spritzigkeit mit. Die Klassiker wie Riesling, Weiß- und Grauburgunder gibt's aber natürlich auch. Diese Stimmung, diese Herzlichkeit, egal wo man steht, man kommt unglaublich schnell mit den Menschen ins Gespräch. Dann wird da ein Schoppen getrunken und da wird noch auf ein Gläschen eingeladen. Wahnsinnig spannend ist auch die hessische Küche. Eine Entdeckungsreise in jeglicher Hinsicht. Wo Menschen an der Bergstraße zusammentreffen und guter Wein noch eine Rolle spielt, macht's immer Spaß.